Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man den Fehlerspeicher ausliest und wieder löscht bei einem VW Touran und los geht's. So, beim VW Touran tut ihr einmal die Klappe hier lösen. Tut den hier einmal zur Seite drücken und nehmt ihn hier einmal raus. Nehmt den Stecker, der befindet sich hier, und steckt den hier rein. Und tut anschließend die Zündung anmachen. VCDS auf, gehen aus Auswählen, gehen auf Motorelektrik, gehen auf Fehlerspeicher und sehen hier die Fehlercodes, die kommen von dem Abgasrückführungsventil. Und gehen dann hier unten auf Fehler löschen und löschen das Ganze. So, gehen zurück. Ja Leute, anschließend braucht ihr jetzt nur noch die Klappe wieder rein und die Zündung ausmachen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.